Dass es drei Varianten von OneNote unter Windows gibt, ist immer mal wieder verwirrend. Ihr habt das sicher auch schon hier in den Kommentaren gesehen. Das soll sich jetzt laut Ankündigung von Microsoft 2025/2026 ändern. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr erkennen könnt, mit welcher OneNote-Variante ihr arbeitet, welche Version diese Variante hat, wie ihr von der OneNote-Web-App zur OneNote-Desktop-App kommt, wie ihr die verschiedenen Varianten installieren könnt und zum Schluss gebe ich euch noch einen kurzen Ausblick, wie die Planungen von Microsoft zu OneNote sind. Was ihr hier seht, sind die Titelleisten und das Menüband der drei OneNote-Varianten unter Windows. Ihr könnt mal schauen, ob ihr gleich erkennt, welche die ist, mit der ihr arbeitet. Hier seht ihr, welche ist. Und ich finde zum Beispiel, dass man es bei OneNote für Windows 10 am besten erkennt. Ne, ihr seht es hier in der Titelleiste. Bei OneNote Web App ist es schon ein bisschen anders. Da steht nicht so richtig, das ist die OneNote Web App. Aber ihr seht zum Beispiel hier das 9-Punkte-Menü und das ist ein Zeichen dafür, dass es sich um eine Web-App handelt. Und bei der OneNote Desktop-App sieht man es nicht extra, da steht einfach OneNote oben drüber. Das ist sozusagen dann im Titel die Information, dass es sich um die OneNote Desktop-App handelt. Wo könnt ihr jetzt nachschauen, mit welcher Version ihr arbeitet? Ich wechsle dazu zunächst mal in die Windows 10-App von OneNote. Dort findet ihr rechts oben über das 3-Punkte-Menü Einstellungen, Info, die Information, mit welcher Version ihr arbeitet. In der Desktop-App findet ihr diese Information über Datei, Konto. Und hier an dieser Stelle, wenn euch das genauer interessiert, auch was dieses 2107 heißt und wie man nachschauen kann, was sich geändert hat von einer Version zur nächsten, dann schaut doch mal in das Video, das ich gemacht habe, zum Überblick von den verschiedenen Aspekten von Microsoft Office bzw. Microsoft 365. Das verlinke ich euch auch in der Infokarte. Und in der Web-App findet ihr die Information über die Version auch unter Datei und dann aber Info. Und hier findet ihr die Information zur Version, mit der ihr gerade arbeitet. Wenn ihr in der Web-App seid, dann könnt ihr aus der Web-App direkt mit einem Klick, nämlich auf In Desktop-App öffnen, in die Desktop-App wechseln und dort mit diesem gleichen Notizbuch arbeiten. Es wird dann dort auch mit eingebunden und wenn ihr in Zukunft dann die Desktop-Version von OneNote startet, dann habt ihr dort dieses Notizbuch immer zur Verfügung. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, wenn man gerade auf dem SharePoint-Server oder wo auch immer in eurer Web-Umgebung auf ein Notizbuch stößt und mit dem arbeiten will und es mehr verwenden will, dann empfehle ich euch diesen Klick in Desktop-App öffnen. Wie ist es mit dem Installieren? Die Installation von der Web-App, das ist keine extra Installation, sondern ihr ruft einfach eure Office-Umgebung auf und startet dort die Web-App. Wobei meine Erfahrung ist, dass man meistens eher über Teams oder über den SharePoint-Server dann in diese Situation kommt, dass man in der Web-App mit OneNote arbeitet. Wenn euch interessiert, wie ihr so eine Web-App als eigene App installiert auf dem Rechner, sodass ihr auch eine Verknüpfung auf den Desktop legen könnt, dann schaut euch gern das Video an, das ich dazu mal zum Planner gemacht habe. Das verlinke ich euch auch in der Infokarte. Zur Erinnerung, es war hier über das 3-Punkte-Menü Apps und dann die Site als App installieren, aber da gibt es noch mehr Informationen in dem Video. Dann zur Installation der Desktop-App. Wenn ihr schon hier in OneNote seid, dann ist die einfachste Möglichkeit, ihr klickt auf das 9-Punkte-Menü und wählt dann den Befehl Office 365. Dann findet ihr hier nämlich direkt den Befehl Office installieren, kann man direkt installieren oder kann auch weitere Installationsoptionen aufrufen. Und die weiteren Installationsoptionen sind deshalb interessant, weil ihr hier auch seht, auf wie vielen Geräten ihr es installieren dürft
und ihr euch auch die Apps und Geräte anzeigen lassen könnt, also zum Beispiel in dem Fall für mich, für meine Office-Variante, die Geräte, und da sehe ich hier, auf welchen Geräten das installiert ist, und kann dann eben entscheiden, kann ich es noch auf einem weiteren installieren oder muss ich mich irgendwo entsprechend abmelden bzw. deinstallieren. Wenn ihr nicht gerade in OneNote seid und dort über das 9-Punkte-Menü zu Office kommt, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit in die Adressleiste office.com eingeben. Wenn ihr schon angemeldet seid, dann kommt ihr direkt an diese Stelle, wo ihr Office installieren könnt. Unter Umständen müsst ihr noch Benutzername und Passwort eingeben. Dann als letztes, was die Installation angeht, noch zu OneNote für Windows 10. Wenn ihr Windows 10 habt, dann ist diese App automatisch mit installiert. Das wird auch so bleiben. Also wann immer ihr einen neuen Rechner bekommt, wo Windows 10 ist, wird da üblicherweise auch OneNote für Windows 10 mit dabei sein. Wenn ihr jetzt einen Windows 7 Rechner habt, dann müsstet ihr dort extra installieren. Und wenn ihr Windows 11 bekommt, müsst ihr dort OneNote für Windows 10 auch extra installieren. Denn Windows 11 wird keine OneNote-Version mehr automatisch beinhalten. Und das heißt auch, sobald Windows 10 nicht mehr supported wird, und das wird 2025 sein, sobald wird es auch kein OneNote für Windows 10 mehr geben. Wenn euch das genauer interessiert, da habe ich unten in der Beschreibung zwei Links von Heise und von Microsoft, wo ihr ein bisschen mehr erfahrt über die Strategie, die Microsoft da hat. Wenn ihr jetzt also OneNote für Windows 10 installieren müsst, dann habt ihr einmal die Möglichkeit über den Store. Dazu geht ihr aufs Startmenü, gebt ein Store, ruft den Store mit der Enter-Taste auf, geht dann in das Feld zum Suchen und gebt dort OneNote ein. Dann seht ihr, steht hier auch schon OneNote für Windows 10 App. Das rufe ich auf und dann sehe ich auch schon, dass dieses Produkt bei mir installiert ist. Dann weiß ich, ich habe es vielleicht nicht gefunden, dann muss ich nochmal suchen und sonst würde ich es ihr eben herunterladen und installieren. Die zweite Variante ist, ihr geht in euren Browser und gebt dort in die Adresszeile ein OneNote.com, das ist die OneNote-Seite von Microsoft, /download und drückt dann dort die Enter-Taste und könnt jetzt hier OneNote herunterladen und habt auch die Möglichkeit, es über diese Seite dann am Mac, am iPad, iPhone, Android und so weiter zu installieren. Welche OneNote-Variante verwendest du? Welche bevorzugst du? Schreib mir das doch unten in die Kommentare, dann habe ich ein bisschen eine Orientierung. Oder verwendest du vielleicht OneNote unter iOS, macOS oder unter Android? Auch das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis bald. Ciao, euer Arno.